Guten Abend, liebe Kryptoinvestoren. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sonntagabend. Im heutigen Video werden wir einer Frage nachgehen. Eine Frage, die von dem lieben Jan kommt. Denn Jan hatte vor 11 Tagen unter eins meiner Videos kommentiert und gefragt, ob ich nicht so lieb wäre und auch sein Portfolio mit analysiere. Da stecken insgesamt 22.500 Euro drin. Wir werden Folgendes machen. Ich werde das ein bisschen aufsplitten. Ich will jetzt nicht sagen, Quant, Bitcoin, Ethereum, geile Projekte und du liegst richtig, sondern wir werden hinüber so ein bisschen mehr auf die Performance eingehen, was eigentlich sein Portfolio bereits erreicht hat. Und vielleicht sehen wir die ein oder anderen Sichtweisen, die zusätzlichen Sichtweisen, die wir als Investoren vielleicht nochmal anregen, nochmal ein oder andere Punkte zu überdenken. Ich glaube, das wird uns allen weiterhelfen. Und ganz besonders ist auch, dass wenn dir dieses Video auch gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Abo und auch einen Kommentar. Machen zu wenige Leute. Und wenn du gerade zuschaust und nicht abonniert bist, tu es gerne. Dann verpasst du auch in naher Zukunft keine weiteren Videos meinerseits. Was ich auch gemacht habe, ich habe den lieben Jan nicht anonymisiert, weil er das öffentlich auf meinem Kanal auch veröffentlicht hat. Und er hat auch die Community mit einbezogen mit den Worten, was denkt ihr über mein Portfolio? Deswegen, das, was ich gemacht habe, ist lediglich nur sein Nachnamen erstmal rausgestrichen. So, ich würde mal sagen, wir steigen direkt einfach mal ein und gehen hinüber zu seinem Portfolio. Ja, overall erstmal, was für Eindrücke haben wir hier? Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Informationen nicht vorliegen. Zum Beispiel, was die Intention ist, wie der Research war, welche Ziele mitverfolgt werden. Das lasse ich erstmal alles außen vor. Wir gehen jetzt nur auf die nackten Zahlen ein, so als würde nicht Quant vor der 6.300 Dollar stehen oder ein Ethereum stehen. Wir gehen rein nur auf die Zahlen ein und das wird uns sicherlich die ein oder andere Sichtweise mit einbringen. Was ich aber erstmal so feststellen kann, ist, ja, Quant meiner Meinung nach ein Favorit in Krypto, ein Hidden Champion, wenn es um die Tokenisierung geht. Wenn es um CBDCs geht, all das werden wir in Zukunft ja auch mit zu tun haben. Und was ich im selben Zuge sehen kann, auch Morpheus Network, dass du womöglich nicht den Zug verpassen möchtest. Auch wenn du hier mit einem Betrag von 787 Dollar mit drin bist, willst du trotzdem so ein bisschen nicht den Zug, wenn es um Tokenisierung geht, verpassen. So glaube ich das. Und auch bei Quant, ja, ist eigentlich universell einsetzbar und Morpheus Network auf der anderen Seite nur auf eine bestimmte Branche und das Supply Chain. Auch wenn das eine 30 Milliarden Dollar Branche ist, dürfen wir nicht vergessen, dass viele andere sagen, dass Morpheus Network besser sein soll als Quant, was ich eigentlich überhaupt nicht unterstreichen würde. Denn es kann sein, dass Morpheus Network in seiner eigenen Branche besser ist als Quant. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich kenne die Funktionalitäten da gar nicht. Aber was ich weiß, ist, dass Quant viel weiter vorne ist als Morpheus Network, denn da ist nämlich dieses Projekt auch auf Platz 343 und bei Quant wissen wir ja alle, dass das Ganze aus Sicht der Marktkapitalisierung schon sehr, sehr stark ist. Aber dennoch hast du sehr, sehr gut diversifiziert, müssen wir so sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Gewinn darstellt oder ob du vorweg selbe Position mit investiert hast oder ein Stück weit in Quant mehr investiert hast als in Ethereum, Bitcoin. Oder wie auch immer, wie gesagt, ich weiß auch die Zeitpunkte nicht, wo du reingegangen bist. Aber vorweg muss ich sagen, Chapeau, du hast in sehr, sehr guten Projekten investiert. Und auch Projekte, die in Platz 100, also in den Rang 100 auch einnehmen, außer bei Morpheus Network und Constellation Lab. Und willst nicht so viel Risiko auf dein Kapital haben, was ich da auf jeden Fall sehr, sehr bewundern würde. Dennoch müssen wir gucken und das für uns so auslegen, dass es dann auch passt. Und wir gehen hinüber zur Performance. Ja, deine Performance bei den einzelnen Projekten ist halt super. Ganz klar, Bitcoin dominiert den Markt. Das müssen wir so sagen. Wenn Bitcoin steigt, steigen auch alle anderen Altcoins. Die einen mehr, die einen weniger. Auch bei Morpheus Network könnte man meinen, dass das Ganze nicht mehr aufhört. Ja, also in den letzten 6 Monaten 300% im Plus. In den letzten 3 Monaten 50% im Plus und in den letzten 30 Tagen fast 60% im Plus. Sieht erstmal einladend aus. Also so, als würde der Preis to the moon gehen, dürfen wir aber auf der anderen Seite nicht vergessen,
da ist dieses Projekt Morpheus Network einer sehr, sehr hohen Volatilität ausgesetzt ist, und zwar bei 21%, was sehr, sehr viel ist. Das heißt, du könntest heute investieren und morgen im Durchschnitt 21% verlieren. Dennoch, sehr, sehr gute Entwicklung, sehr, sehr stark. Wir müssen, dürfen uns tatsächlich nicht auf hier unten beschäftigen, weil im Durchschnitt macht dein Portfolio mehr aus, wenn Quant steigt. Da wäre natürlich die erste Frage, du hast bei Quant $6,300 drin, also 31% von den 20.500 hast du nur in Quant. Das bedeutet, dass wir auf Quant schauen, und wenn Quant eine richtig gute Entwicklung macht, dann kannst du davon ausgehen, dass das einen sehr, sehr hohen Impact auf dein Portfolio hat, außer wenn jetzt VeChain um 100% steigt, dann kannst du auch nicht gleich erwarten, dass dein Portfolio bei 30.000 ist, was wiederum bei Quant dann der Fall wäre. Aber gucken wir uns da mal die Volatilitäten an. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ist in einem guten Rahmen. Das müssen wir so sagen. Ist in einem guten Rahmen. 4%, 6%. Auch hier hast du eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit. Da muss man natürlich aufpassen und auch gucken und recherchieren. Aber mit Quant, meiner Meinung nach, und auch keine finanzielle Beratung, macht man sowieso nichts falsch. Aber jeder darf selbst entscheiden. Das ist ganz wichtig, welche Projekte er oder sie auch die Gelder auch investiert. Gucken wir uns mal die Preise mal an, und das gibt uns jetzt eine andere Sichtweise auf dein Portfolio. Du glaubst, dass Quant, weil du 31% im Ratio auch dein Kapital in Quant drin hast, könnte man meinen, dass Quant einen sehr, sehr hohen Einfluss auf dein Portfolio haben wird. Dem ist es aber nicht so. Es gibt nämlich zwei andere Projekte, die womöglich einen höheren Einfluss haben könnten. Gucken wir uns das mal an. Wir haben die jetzigen Preise, wir haben die All-Time-High-Preise, All-Time-Low-Preise. Du befindest dich bei Quant mit einer Entfernung von 67% vom letzten All-Time-High. Das heißt, $424 sind nur noch 67% in Entfernung. Und wenn wir das erreicht haben, befinden wir uns wieder in altbekannte Gewässer. Was, wenn wir das mal für uns mal sortieren, wir von Algorand und Kronos auch behaupten könnten? Denn diese Projekte befinden sich mehr als 90% von ihrem letzten All-Time-High entfernt. Trotzdem hat Kronos so gut wie keine Veränderung in der Marktkapitalisierung, also auf Rang 39, und auch bei Algorand Rang 40, haben diese Projekte aus Sicht der Marktkapitalisierung nicht so krass an Wert verloren. Trotzdem aber aus Sicht des Preises. Das bedeutet, dass viele Leute eher verkauft haben. Und jetzt stellt sich jetzt die Frage, nutzen wir, auch wenn unser Projekt mehr als 90% aus dem letzten All-Time-High entfernt ist, nutzen wir das, um günstig einzukaufen, Dollar-Cost-Average zu betreiben. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Algorand, super starkes Projekt, Kronos, super starkes Projekt. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass auf der anderen Seite die Verkäufer eben nicht überzeugt sind, denn sonst würden sie ja nicht verkaufen. Und da müssen wir natürlich gucken und als Investor so diesen Spagat halt hinbekommen, entweder haben wir in einem All-Time-High gekauft und halten jetzt das Geld und sagen, wir hodeln das jetzt durch bis zum Ende, oder wir sagen, wir entnehmen ein bisschen Risiko raus. Aus Kronos wäre das nämlich $1,700 und bei Algorand bist du bei $1,100. Wir nehmen ein bisschen Risiko raus, um vielleicht nicht bei 95%, 96% zu gelangen. Wie gesagt, ist eine Frage, die du entscheidest. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich nicht kein Risiko rausnehmen, weil wir alle wissen, was Kronos kann, und wir alle wissen, was Algorand kann. Algorand stellt aus Sicht der TPS viele andere Projekte in Schatten, aber dennoch ist für mich das Verständnis, warum verkaufen immer noch so viele Leute auf den Markt dann Algorand, also Algo und Kronos, wenn diese Projekte so gut sind? Gibt es da irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Das wäre vielleicht ein erster Punkt und Indikator, wo ich sagen würde, geh da mal in Research. Bei Constellation Labs XRPL, das sind auch, ja, wie XRPL auch ein starkes Projekt, da warte ich eigentlich nur auf den Bereich, wo die SEC sagt, alles klar, das Ding ist kein Wertpapier, dann geht es auch für XRPL los. Also es kann auch sein, dass wir hier mehrere X mitnehmen werden, wenn die SEC sagt, alles klar, ist für uns Chico. Und ja, also da würde ich tatsächlich auch nicht irgendwie Risiko rausnehmen, rauskappen, wie auch immer. Bei den Projekten, wo du eine hohe Volatilität hast, da würde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken, mal $100 oder $200 mal rauszunehmen.
und in Sicherheiten zu packen, wie auch immer, weil das schon, das macht mir halt sehr, sehr viel Angst, ne? Wenn ich sehe 24% volatil, das heißt, dass in kürzester Zeit die Projekte so krass gestiegen sind und es natürlich auch sein kann, dass diese Projekte auch um 24% sich dann auch im Minus befinden werden. Wie gesagt, das wäre für mich halt ein Indikator, wo ich sage, ich überdenke das Ganze, was ich aus Sicht des Gewinns machen würde. Und das würde ich tatsächlich wirklich jedem empfehlen. Wir dürfen, wenn wir jetzt Long-Time-Hodler sind, dann ist es okay, wenn wir sagen, wir kaufen ein und verkaufen erst in 5 Jahren weiter. Aber wir müssen auf dem Weg dahin auch irgendwo versuchen, auch mal die ein oder anderen Gewinne mitzunehmen. Denn wenn wir jetzt vor 2 Monaten gekauft hätten und wir haben jetzt mindestens 60% plus mit unserem Asset, würde ich ein bisschen Risiko rausnehmen, 20% vielleicht, und die in andere Projekte umschichten. Ich gehe davon aus, dass du all diesen Projekten vertraust und deswegen wäre das vielleicht der erste Ansatzpunkt, den ich machen würde. Was ich aber dennoch für dich empfehlen würde, wäre Bitcoin. 0,1 ist verdammt wenig. Bitcoin stellt überall die Leitwährung dar, ist für viele Investoren der sichere Hafen und es geht immer auch ein Bitcoin Bullrun und es gibt einen Altcoin Bullrun. Und in dem Punkt wird immer zuerst Bitcoin steigen und wenn Bitcoin gestiegen ist, werden auch die anderen Altcoins steigen. Und in dem Punkt würde ich vielleicht darüber nachdenken, ob man nachdem man die ein oder anderen Gewinne gemacht hat, auch vielleicht Bitcoin erhöht oder Ethereum erhöht oder vielleicht Dollar Cost Average bei diesen Projekten zuerst beginnt, musst du natürlich entscheiden. Aber im Grunde macht das Ganze einen relativ sicheren und stabilen Eindruck. Du hast hier gar keine Meme-Coins oder wirklich keine Low-Low-Cap-Projekte, wo man einfach nicht weiß, was ist das für ein Projekt. Finde ich natürlich sehr, sehr stark. Gehe davon aus, dass du eher so sicherheitsorientiert bist und einfach auch Long-Term womöglich mit diesen Projekten auch richtig liegen willst. Wie gesagt, bei Dollar Cost Average sollte das mal wieder an der Zeit sein. Bei Kronos, Algorand würde sich definitiv lohnen, vielleicht sogar auch bei Bitcoin, ich weiß es nicht, ne? Je nachdem, wie viel Kapital wir zur Verfügung haben. Aber ich hoffe, dass dieser erste Überblick dir geholfen hat, dieses Portfolio zu bewerten. Man kann sagen, all diese Projekte sind wunderbare Projekte, müssen aber auch auf die Performance schauen und auch auf die Volatilitäten schauen. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schreib gerne mal deine Meinung in die Kommentare und wir sehen uns auch morgen wieder, Freunde. Ich wünsche euch allen morgen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.